Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Minecraft. Neue Aufnahmesession beginnt. Ja, ich sehe, wir hocken ja immer noch in der Wüste, nach unserer letzten Aufnahme, Folge 301. Heute, wir waren schon mal im Nether, hatten geguckt, wo wir hier landen. Das wissen wir jetzt schon mal. Ansonsten, haben wir jetzt eigentlich einen großen Rückweg vor uns. Aus, sondern steht halb hoch gerade. Wir wollen ja wieder zur Base und an der Base eigentlich weiter basteln. Ich wollte jetzt hier eigentlich gar nicht zwingend in der Wüste sein. Das gehört ja nur noch mal zur Gesamtvorstellung dazu, wo wir bisher waren oder noch nicht waren. Ja, Tür lassen wir auf. Und dann reiten wir mal wieder nach Hause. Könnten natürlich auch hier noch ein bisschen weiter bauen und wie gesagt auch einfach mal hier so ein Abzweiger von der Brücke nach rechts oder so oder nach links und da sich auch noch mal ein bisschen umzuschauen. Bestimmt noch weitere interessante Regionen hier auf der Map, die wir erkunden können mit der Zeit. Oh, pass auf. Irgendwie ist der Spielsound von Minecraft echt immer ziemlich leise, ne? Ich krieg's aber auch nicht lauter gestellt. Dann müsste ich die Boxen einfach auf unendlich laut stellen. Und hier komme ich jetzt gerade nicht. Optionen, Musik und Geräusche, Gesamtlautstärke ist schon auf 100. Geht nicht lauter. Na gut. Gott, falsche Taste gedrückt zum Rennen. Das kann böse enden, sowas. Das Pferd, glaube ich, würde hier im Zweifel ertrinken mit der goldenen Rüstung. Schnell weg hier. Wir wollen wieder zu unserem Bauprojekt. Bodenbelagsarbeiten. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, wie wir das machen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich ganz normal einen Cleanstone erstmal nehmen, um rundherum so ein bisschen ranzumachen. Und drinnen soll dann ja irgendwas Kariertes entstehen. Mit Viererfeldmustern. So ein bisschen Abwechslung man hat. Ich weiß gar nicht genau, ob das dann passt. Das soll auch nicht zu. Soll sich nicht zu sehr beißen, das Ganze. Das ist echt richtig, richtig schwer und kriegen ordentlich den Boden hin. Das wird wahrscheinlich nicht das einzige Problem bleiben, was wir beim Hausbau haben. Da kommt bestimmt noch das eine oder andere von zu. Wir werden sehen. Erstmal reiten wir wieder nach Hause. Ein weiter Weg. 2000, keine Ahnung was an. Wir hätten auch von da noch mal weiter erkunden können, aber das machen wir ein anderes Mal. Erstmal bauen wir ein bisschen an der Hütte weiter. Komische Geräusche hier. Das Blumental. Ja, dann geht's hier weiter über die Brücke. Die nächste Verlängerung. Sprung. Gut, Pferdchen. Toll gemacht. Und Sprung. Über die Fackeln hinweg. Und Sprung. Wollen wir Sprung reiten hier, ne? Dann kommen schon die ersten Fichten. Gucken, ob wir zumindest im Hellen an der Zwischenstation ankommen. Sollen wir ein bisschen schneller springen? Ich weiß nicht, ob es wirklich schneller ist oder langsamer ist. Hier vorne haben wir ja noch einen Unterwassertempel, ne? Den haben wir noch nicht vereinnahmt. Den anderen haben wir ja vereinnahmt. Mit dem ganzen Teil mit Sand zugeschüttet sozusagen. Das ist so relativ einfach gemacht. Vor allem dieses Abbaulähmung und wie es ja nicht alles heißt, war es ja echt immer schwierig, mit diesem Unterwassertempel da voranzukommen. Und hier hätten wir eine schöne Höhle vielleicht. Den Tempel lassen wir erstmal Tempel sein. Wir wollen lieber nach Hause. Hier sollten wir teilweise noch ein paar Bäume mal weghauen. Ein bisschen Gas geben. Es wird gleich dunkel. Also immer, wenn die Sonne erstmal untergeht, dann ist es so schnell dunkel.
Hier ist auch nochmal interessant. So, fett eingesperrt. Aber Fackeln haben wir fast gar nicht. Wir haben auch keine Kohle mit. Also wenn, müssten wir hier gleich Kohle finden. Haben wir gefunden, aber geht es hier überhaupt noch weiter? Oder steht ein Skelett? Das ist, glaube ich, die kleinste Höhle, die wir uns hätten aussuchen können zum Erkunden. Ich hatte ja gesagt, dass wir auch mal wieder ein bisschen auf Erkundungstour gehen wollen. Ein paar Höhlen mal erforschen. Nicht nur in Forest sozusagen in den Höhlen unterwegs sein, sondern auch in... Ach nee, Minecraft auch. Das ist die hier. Die tolle Axt, ne? Die tolle Diamantspitzhacke mit Haltbarkeit, Effizienz und Brutsamkeit. Die da heißt, wir kriegen Kohleblöcke raus hier. Und Kohleblöcke kriegen wir so gar nicht umgewandelt. Wir haben auch kein Holz mit. Ist ja dämlich. Dann lass uns die Fackeln hier mal wieder wegnehmen. Zumindest eine. Ja, die andere auch. Was soll's. Oh, Pferd ist noch da, wie schön. War zu erwarten. Ja, reiten wir gleich los mit der Schaufel. Weiter geht's zurück. Wir müssen noch ein paar Kilometer rennen. Toll, dachte ich, wir schnappen uns mal eine Höhle und gucken mal, was da Schönes gibt und dann erwischen wir natürlich eine Höhle, an der überhaupt nichts zu holen ist. Ein bisschen traurig. So, ich sehe aber gerade, falls wir nochmal eine Höhle finden sollten, würde sich anbieten, hier mal ein bisschen Kohle zu holen. Und diesmal schnappen wir uns einmal die andere Spitzhacke, die ist nämlich nicht behutsam. Die haut zumindest auch Kohle aus der Wand. Und hier ist noch viel Kohle. So, das hätten wir. Wo ist das Pferd? Das war's ungeschickt. Nein, es läuft wieder zurück. Oder läuft es weiter? Es läuft zurück. Pferdchen, nicht sowas machen. Einfach hier wieder hoch. Ach Gott, schon wieder den falschen Knopf zum Rennen erwischt. Ja, nicht zurück. Oh oh, jetzt wird's dunkel. Auf jeden Fall haben wir ein paar schon Kohle eingesammelt, ne? Falls wir nochmal eine Höhle finden sollten unterwegs, wo wir sagen, jo, die sieht interessant aus, dann können wir da nochmal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und ein bisschen hier, ne? Ist auch interessant, aber ich möchte jetzt erstmal durch den Wald. Im Dunkeln durch den Wald ist hervorragend. Zum Glück haben wir es ganz gut markiert. Ja, keine Zeit. Hier hinten brennt es immer noch. Oh, stinkende Zombies. Wie brennt das denn hier? Es ist einfach, wenn man sozusagen dann wieder weg ist aus dem. Das war hier fertig gebrannter Chicken. Das ist auch eine ganz interessante Region hier, wenn man nicht alles so mit Bäumen voll wäre. Könnte man hier auch noch was Schickes draus machen irgendwie, ne? Schöne Region. Seenlandschaft. Wie wir sehen, sehen wir nichts.
könnten noch mal in diese Richtung einfach noch mal weiter rennen mit Fackeln und zu schauen, wo kommen wir denn da hin. Da müssen wir mal, ich würde sagen, das war der Creeper. Das war der Creeper. Ich wollte eigentlich nur ein paar Fackeln craften, damit, wenn wir da irgendwo hinrennen in eine Richtung, auch Fackeln setzen können, aber. Da waren wir schon mal. Weiter geht's. Ab zurück. Verballert zu viel Zeit, ne? Oh, hier haben wir viele Riesenbäume. Vor allen Dingen, was sind das für riesige Birken? Die kennen wir sonst gar nicht. Der Creeper. Tschüss. Unsere Hütte ist hier vorne. Wird belagert von allen möglichen. Da ist doch gar keiner zu Hause. Unser Megabogen. Warum treffe ich die Spinne nicht nochmal? In die Richtung wissen wir nicht, wo es hingeht. Keine Ahnung sozusagen. Wieder so ein riesiges Stück dunkler Wald. Es wäre schon irgendwann interessant zu wissen, auch nochmal ein bisschen besser mit der Karte auszukennen. Wer kommt dahinter irgendwo ein Dschungel oder sowas, irgendwie so ein Dschungelfestung, keine Ahnung. Und was hatten wir hier? Nur ein Bettchen. Das Pferd mal kurz hier lassen, das wird er wohl da bleiben. Zumindest sollte es. Das. Ach, hier haben wir uns sogar einen Keller gebaut. Zumindest haben wir angefangen damit. Ich weiß gar nicht warum. Oh. Hier ist noch gar kein Dach drauf. Vielleicht haben wir das deswegen gemacht. Was ist hier drin? Erde, ein paar Scheiben, alles Mögliche. Wir haben noch gar kein Dach. Was ist denn das? Ist das hier? Haben wir sowas gemacht rundherum? Das Pferd rennt langsam weg. Ein bisschen Enderman. Das ist, eigentlich ist das ein richtiges Dach. Das ist ja blöd. Aber ich will auch nicht unsere Glücksspitzhacke dafür so aufopfern. Gebranntes Kaninchen. Komm, du kannst nicht schlafen, weil Monster sind in der Nähe. Na toll. Das ist ein schönes Flachdach hier. Jetzt können wir schlafen. Jetzt sind wir wieder wach. So, weiter geht's. Oh, Hexenalarm da hinten. Ja, ich müsste noch mal ein richtiges Dach drauf, ne? Oh, es wird jetzt einfach so dicht gemacht. Die Hütte hier. Ist dann auch nicht unbedingt die schönste Hütte, aber wir könnten hier auch noch mal weiter ansiedeln, ne? Hätten wir, wenn denn, naja, hätten wir auch gleich ein richtiges Haus bauen können. Das, was wir jetzt gerade bauen, ist schon das Maß aller Dinge. Na gut. Wenn wir jetzt noch wüssten, in welche Richtung wir wieder weiter reiten müssen. Das wäre schön gewesen eigentlich. Ich habe gerade den Überblick verloren. Da sollten wir Schilder irgendwie aufbauen. Ich glaube, das müsste in die Richtung sein. Creeper. Jo, hier haben wir die richtige Pferde aufgenommen. Hier sind noch Schafe, 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 schwarze Schafe. Was ist denn eigentlich mit schwarzem Baustoff? Also mit schwarzer Wolle. Und weiß als Kontrast. Schwarz-weiß. Ist ja auch ganz schick eigentlich, ne? Aber vielleicht ein bisschen zu heftig. Das ist auch ein Baum, der sowas von im Weg steht hier. Nehmen wir jetzt mal weg. Ich glaube, das nervt mich jedes Mal, beide hier.
Ging aber primär eigentlich um den hier. Auch kriegen wir noch einen Apfel, wie schön. Weg damit. Den auch noch. So. Das heißt hier weg. Ja, hier könnte man zumindest schon mit auffüllen, aber das passt schon. So, dann kommen wir hier doch deutlich besser dran vorbei. Hier irgendwie durch. So, schnell zurück. Hier irgendwie hoch. Leicht zu finden, da hinten ist der nächste. Hier ist Kaninchenland. Ganz schön eingesperrte Kaninchen teilweise. So, hier geht's hoch. Hier brennt es auch noch. Was brennt sich noch? Hier geht noch weiter der Waldbrand wahrscheinlich. So, und hier, da ist noch eine Menge Kohle im. Aber ansonsten. Ups. Zum Glück springt er dann nur hoch. Ne, und springt nicht weit, wenn man nichts drückt. Es gibt noch so viele Regionen, die wir noch so gut erkunden könnten. Die Map ist einfach so riesengroß. Das ist mal Wahnsinn. Hier ist erst der Fichtenwald. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Das wir vor uns haben. Ja, wir können eine gute Straße komplett haben, ne? Von einer Region zur anderen Region. So richtig schön, dass man überall längs laufen kann. Nicht so das Problem hat. Ja, zack, zack, zack. Aber hat man hier natürlich ein Mega-Problem. Hier ist ja irgendwie. Geht ja gar nicht. Hier wieder runter, irgendwo. Haben die Pferde wieder aufgenommen. Wir machen uns auf den Weg nach Hause zu unserem großen Bauvorhaben. Hier ist nochmal eine ganze Schafsherde. Vielleicht hätten wir ein schwarzes Schaf mitnehmen sollen. Ein schwarzes Schaf. Das ist also echt hier im Fichtenwald ist es noch furchtbar hier. Da müssen wir dringend mal ein paar Fichten weghämmern. 10. 15 Stück. Ja, hier ist auch immer noch so, okay, man kommt gerade so durch, aber so richtig gut kommen wir hier auch noch nicht durch. Wo wir gerade hier sind, ne? Das machen wir jetzt jedes Mal, wenn wir hier durchreiten, dass wir immer so zwei, drei Bäume irgendwo wegnehmen. Dann irgendwann haben wir einen schönen Weg. So, die letzten paar Kilometer. Auch schönes Land hier. Aber ich würde sagen, ja, wir schaffen das nicht ganz heute. Denn, liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Zeit, die rennt immer. Und ja, würde mich dann trotzdem freuen, wenn ihr einen Kommentar, einen Like hinterlässt, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, dann auch in der Folge 302 morgen wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.